Die nächste Gruppierung wäre Fünfergruppen. Auch hier würden wir wieder verschiedene gängige Handsätze anschauen. Der erste, der ist folgendermaßen: Wir haben auf dem Beat einen einzelnen Schlag und die restlichen vier wären Doppelschläge. Das bedeutet, am Anfang ist es rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, links. Spiel es nochmal. Einzelne, doppelte, doppelte, einzelne, doppelte, doppelte. Das wäre das Grundpattern. Im Normalfall eben interpretiert in Quintolen, das heisst 5 pro Viertel. Wir nehmen wieder das Bass dazu als Groove mit Hi-Hat, Snare und Bass. Zuerst natürlich wieder langsam. Und ein bisschen schneller. Dann das Gleiche können wir wieder machen mit dem Ride und dem Hi-Hat. Linke Hand. Backbeat bleibt natürlich. Der bleibt auf der linken Hand jetzt bei diesem Handsatz. Zuerst wieder langsam. Und ein bisschen schneller. Dann gibt es weitere Handsätze, eine Fünfergruppe. Tut man für gewöhnlich in der Rhythmussprache aufteilen. Das heisst, man macht eine Dreiergruppe und eine Zweiergruppe und total hat man dann logischerweise die fünf Schläge. Das heisst, wenn wir jetzt eine Kombination wählen mit 3-2, dann haben wir tagata, 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 tagata. Ich mache es zuerst langsam natürlich wieder, du musst es aufteilen. Also rechts, links, links wären die 3 Schläge, rechts, links dann die 2 Schläge. Dann nehmen wir Bass wieder dazu, zuerst langsam. Und ein bisschen schneller. Wieder mit dem Ride und dem Haien, zuerst langsam. Und ein bisschen schneller. Dann, wenn wir vorher 3-2 hatten, können wir es logischerweise umdrehen und haben 2-3. Wir spielen also zuerst rechts-links und dann rechts-links-links. 2 und dann 3. Zuerst wieder langsam. Und als Groove wieder mit der Bass. Und ein bisschen schneller. Wieder mit dem Ride und dem Hi-Hat. Schneller. Dann ein weiterer Handsatz hat so einen Touch von einem Shuffle. Und zwar wegen dem Doppelschlag, der auf rechts auf der Hi-Hat wäre. Das wäre folgender Handsatz. Entspricht rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Ich spiele es mal gerade so, um zu hören. Und nehmen wiederum Bass dazu.
spiel es ein bisschen schneller. Nehmen wir wieder rechte Hand aufs Reit, linke auf dem Hi-Hat, zuerst wieder langsam. Und wieder ein bisschen schneller.